So, einen wunderschönen guten Tag, guten Nacht und so. Wir sind mal hier wieder mit der NFL Game Day Analyse tatsächlich. Ja, ganz viele Themen, vor allen Dingen die dem Philipp sehr schmerzen, nämlich zum Beispiel das Desaster von Green Bay. Aber kann er euch ja gleich selber erzählen. Was haben wir da noch für Themen, Philipp? Das beinahe Comeback von Detroit. Wir werden uns darüber unterhalten, wie die Rookie-Quarterbacks abgeschnitten haben. Dann wollen wir uns noch anschauen, was Onkel Tom mit den armen Cowboys in der letzten Minute wieder angestellt hat. Und dann haben wir noch zwei Sachen. Den Offensive und Defensive Player of the Week für uns beide. Und natürlich Cincinnati Overtime Thriller. Ja, gut. So sieht das aus. Wir gehen jetzt erstmal ins Intro und dann sehen wir uns gleich auch schon wieder. So, da sind wir schon wieder. Ja, was soll ich sagen? Das Desaster von Green Bay war ein Desaster, würde ich mal meinen. Wie lange haben die zu Null gespielt am Sonntag? Haben die überhaupt Punkte gemacht? Ich habe vorzeitig ausgeschaltet, weil sonst hätte ich einen Herzinfarkt bekommen. Ich meine, also drei habe ich auch noch mitgekriegt. Wie gesagt, okay. Die waren auf jeden Fall nicht so oft in der Red Zone, deswegen kann ich dir das nicht sagen. Ich habe ja mir die neue deutsche Konferenz da mal angeschaut und da sie nicht so oft in der Red Zone waren, kann ich es dir nicht sagen, ob sie viele Punkte gemacht haben. Sie haben auf jeden Fall drei gemacht. Okay, drei Punkte. Schön. Toll. Ich habe einen neuen footballtechnischen Erzfeind, er nennt sich Aaron Rodgers. Ich habe jedes Jahr irgendwie einen sauguten Spieler, den ich im Fantasy Draft, der dann einfach völlig untergeht. Ja, also ob es Gronkowski ist, der dann plötzlich im entscheidenden Spiel 0 Yards macht, oder ob es Aaron Rodgers ist, mit dessen 20 Punkte, die er normal im Schnitt macht, ich haus hoch mein Fantasy Matchup gewinne und jetzt halt leider verloren habe, weil er hat 1,3 Punkte gemacht. Super. Ja, ich bin ganz froh, dass ich mit meinen Fantasy-Ligen erst ab Woche 2 starte tatsächlich. Weil so ein Desaster hätte ich dann doch nicht haben wollen. Aber was war denn da los? Warum war das denn so? Preparation. Ganz, ganz klar. Wir haben zwei Quarterbacks, die in der Offseason ein großes Drama hatten. Und zwar Russell Wilson und Aaron Rodgers. Beide Trade-Gerüchte, ich weiß nicht, ob sie zurückkommen, Trade zu einem anderen Team, was auch immer. Aber der eine hat sich hingesetzt und hat sich Arsch abgeackert, um fit zu sein für die Saison, hat das Playbook gelernt und so weiter und so fort. Mhm. Derjenige war Russell Wilson. Und der andere wollte zeigen, dass er sehr gut ohne Football klarkommt. Der war mit Kumpels auf Hawaii, hat nicht wirklich, also ich will nicht sagen, dass er nicht trainiert hat, aber er hat nicht dieselbe Preparation gemacht wie sonst. Und ich finde, das hat man in der ersten Woche jetzt bei Green Bay gesehen, Aaron Rodgers sah aus, als hätte er Betonklötze als Füße, schwerfällig eingerostet und ich bin der Meinung, dass es auf eine verkorkste Offseason zurückzuführen. Ja, Phil. Also meiner Meinung nach hast du recht, aber ich glaube, da hat nicht nur die Saison was mit zu tun, die Off-Season was zu tun, was es wahrscheinlich hat, aber natürlich auch wird es viel damit zu tun haben, dass er, ich weiß nicht, wie viel von seinen super Passempfängern sind denn zurückgekommen? Ich glaube keine, oder? Devante Adams, einer der Top 5 Wide Receiver der Liga. Ja, aber ansonsten. Sein Tight End ist auch da, mit dem er letztes Jahr so super zusammengespielt hat. Walter Scantling ist da, also daran liegt es nicht. Die Waffen sind ziemlich gleich geblieben. Okay, sie haben St. Brown entlassen.
Okay. Ja, gut, aber Aber ansonsten. der hat ja, ne? Da haben wir ja schon beim erst bei der ersten Folge drüber gesprochen, dass Ja. wenn da tatsächlich so super gewesen wäre, dann hätte er den ja auch mal da behalten können. Nee, aber tatsächlich war das in, also ich habe ja da immer nur in den entscheidenden Momenten reinschauen können. Und ich muss sagen, das war aber auch so ein bisschen von der Defense her so, als wären die nicht so ganz da, wo sie hin wollten. Ja, und ich bin der Meinung, dass, wie sage ich immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopfe her. Wer ist der unangefochtene Leader in Green Bay der Mannschaft? Das ist und bleibt Aaron Rodgers. Ja. Und er hat erstens meiner Meinung nach sein Team mächtig unter den Bus geworfen. Er war dort gestanden und gesagt, nur 50-50 Chance, vielleicht retire ich auch, bevor ich mit euch nochmal zusammenspiele. Die ganze Offseason ist da gewesen. Wie gesagt, lieber Videos gepostet, wo er auf Hawaii mit Freunden Urlaub macht, während sich der Rest des Teams den Arsch aufgerissen hat. Ja, finde ich eine fragwürdige Art als Leader. Wie gesagt, Russell Wilson war in derselben Situation. Der hat Trainingsvideos gepostet, hat mit seinen Leuten zusammen trainiert, war kopfüber im neuen Playbook vertieft. Und das macht den Unterschied aus. Wir Ja. brauchen nicht drüber reden. Auch der Rest von Green Bay war nicht gut, aber wie gesagt, dafür gibt es Leader in jedem Team, dass die bei sowas einfach mit Beispiel vorangehen. Ja? Du musst nicht der Vocal Leader sein und immer allen sagen, oh, ihr müsst es besser machen. Nein. Lead by example. Sei da, sei der Erste im Training, sei der Letzte, der heimgeht, zeigt den anderen Jungs, wie man sich professionell vorbereitet, und fliegt nicht auf Hawaii rum. Ihr ja, hättet er wenigstens auf Hawaii trainiert, ne? Man kann ja Ja, auch. aber er war ja nicht mal mit Footballspielern, er war mit Freunden dort und ja, Ja. wollte eben zeigen, dass er beim Golfen genauso zufrieden ist wie beim Footballspielen. Hat man auch gesehen, vor dem Green Bay-Spiel kam das Interview mit ihm, wo er gesagt hat, es ging ihm gar nicht wirklich so um Green Bay hin und her, aber es hat ihm halt keinen Spaß mehr gemacht, Football zu spielen. Er wollte wieder Spaß haben. Deswegen war er auch immer unterwegs. Ja, Ja, okay. jetzt hat man gesehen, was ihm das an Spaß gebracht hat, dass er immer zu unterwegs war. Ich glaube, der fand es auch nicht so witzig, was da gelaufen ist. Ja, ich glaube, er, also an dem Punkt tun sich Brady und Rodgers ja nicht viel. Die beiden sind ja sehr, sehr ehrgeizig und wenn dann mal was so nicht läuft, wie das sollte, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Rodgers da dann nochmal so zumindest innerlich explodiert ist. Ja gut, man muss jetzt dazu sagen, er hat auch die Schuld zum Teil auf sich genommen nach dem Spiel, hat gesagt, dass er nicht gut gespielt hat, aber er hätte auch nichts anderes machen können. Ne? Das war eine Situation, da musste er sich jetzt an die eigene Nase fassen, da gab es keine Ausreden. Du wirst nicht als Aaron Rodgers gebencht, wenn du ein gutes Spiel machst. Das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Ja, wo wir gerade bei guten Spielen sind, ne, da können wir ja gerade mal die Nummer zum nächsten Thema schlagen. Das Comeback der Detroit Lions. Fast Comeback. Ja, Ach Mann, fast. ich hab mich so geärgert. Ich habe ja Sonntagabend-Football geguckt mit Freunden und Bekannten, wie immer. Unter anderem mit einem meiner besten Kumpels, der die-hard Detroit Lions-Fan ist. Wir haben jetzt die Seahawks geguckt. Das war ein relativ entspanntes Spiel, da kommen wir später noch drauf. Und dann dachte ich mir eigentlich, um ihn zu verarschen, schalte ich doch nochmal in 49ers gegen Lions, um ihm einfach nochmal zu zeigen, wie scheiße die Lions sind. Wir schalten um. Genau in dem Moment kriegt George Kittle den Ball in die Fresse und Detroit recovered. So, was ist denn nun los? Sind ja nur noch 16 Punkte hinten. Bum, bum, bum. Oh, sind nur noch 8 Punkte hinten. Und dann, meine Güte, was zur Hölle ist das? Was machen denn bitte die 49ers? Also das von Kittle war schon sehr unglücklich, sah ziemlich doof aus, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber warum spiele ich denn hier irgendwie einen Pass, Jet Sweep, was auch immer, und gebe dem
dem Wide Receiver den Ball und warum zur Hölle hält der in der Spielsituation den Ball nicht gescheit fest? Warum hat er nicht beide Hände am Ball? Ja, warum geht er vor allen Dingen nicht runter, wenn er das First Down erreicht hat? Das Spiel war aus. Das Spiel war gelaufen. Dreimal abknien, fertig. Nein, er muss 5 Yards extra machen für die Galerie. Und dann hat man ihn 20 Mal eingeblendet gesehen, wie er fast keult hat. Also rein spielintelligenzmäßig eine katastrophale Entscheidung. Ja, also das... Ich fand das ja vor allen Dingen so schön. Jedes Mal, wenn in der deutschen Konferenz die 49ers eingeblendet wurden, war es ja wegen Punkten für die 49ers. Und du hast gedacht, die Detroit Lions finden eigentlich gar nicht statt, so richtig. Und dann hast du irgendwie gerade so schon eigentlich gesagt, jo, alles klar, ist gelaufen, das Ding. Und dann kriegst du so in der Konferenz mit, jedes Mal, wenn die weggeschaltet haben, mussten die wieder hinschalten, weil die sofort wieder in der Endzone waren. Also das war von der Offense von Detroit war das dann ganz stark, muss auch mal Jared Goff loben, richtig starkes Spiel dann, also die, gut, starkes Spiel vielleicht nicht, aber die letzten 2 Minuten, Bombe, wirklich. Die richtigen Leute gefunden, die offenen Leute gefunden, der Ball, wo muss er in der Red Zone hin? Zum Tight End, weil er 2 Meter groß ist. Hockenson steht da hinten glockenfrei, verschafft sich Raum. Wirklich bitzen Leistung. Die Frage ist erstens, warum die 40 Minuten vorher nicht? Und das nächste ist, ja, leider gingen dann wieder im letzten Moment dann doch die Puste aus. Ja gut, zum Thema, warum die 40 Minuten vorher nicht, das kann ich dir auch nicht beantworten, aber ich hatte das Gefühl, dass nach dem 31-41 hat man schon so ein bisschen gesehen, auch Jared Goff hat arg pumpen müssen, damit er überhaupt noch stehen bleibt, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, hättest du da vielleicht dann nochmal einen frischen, guten Running Back gehabt, der hätte dich vielleicht auch tatsächlich nochmal dann in die... Dafür war nur die Zeit. Sie hatten keine Timeouts mehr. Die mussten werfen und Richtung Auslinie gehen. Zum Laufen war einfach keine Zeit. Es musste über Goff gehen. Das sind die Spielsituationen. Da kommt es auf den Quarterback an. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das sind die Momente, wo Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning, Russell Wilson, wie sie alle heißen, die Top-Quarterbacks, da sind sie da, machen die Plays, werfen ihre Receiver frei, schaffen es, dass die Jungs ins Auskommen. Und da fehlt Jared Goff halt einfach so viel, um da oben mit dazu zu gehören. Das sind die Momente. Ja. Das sind die Momente, die zwischen gut und großartig unterscheiden. Ja, gut ist er ohne Zweifel, sonst hätte der nicht so ein Comeback hingelegt, ne? Also hätte dem 20 Minuten vorher einer gesagt, hör mal, du machst jetzt gleich noch so viele Punkte, dass du bis auf 6 Punkte rankommst. Ich glaube, er hätte angefangen zu lachen. So, ne? Nee, hätte er gesagt, auf jeden Fall. Wenn er dann jetzt sagt, auf jeden Fall, dann brauchst du ihn in der NFL nicht. Wenn er die Confidence nicht hat, zu sagen, ich gewinne das Spiel, wenn er noch 4 Minuten Zeit hat, dann brauchst du nicht anfangen. Ja, ne, aber leider war es dann ja auch nicht so, dass er das Ding noch komplett drehen konnte. Ja, da ging tut ihm mir leid, Lorenz. Ja. Tut mir persönlich auch leid. Ja, mir hätte mich jetzt gefreut, wenn die 49ers verlieren. Das sind Division-Rivale von meinen Seahawks. Ich wäre begeistert gewesen. Aber nein. Ja gut, aber man hat auf jeden Fall die Qualität der Lions gesehen. Das muss man ganz klar dazu sagen. Also ich glaube, mit denen, wenn die in den Tritt kommen, ist auf jeden Fall zu rechnen. Wenn die nicht vorher schon übermächtig... Zumindest sind sie vielleicht dieses Jahr mal nicht die Schießbude der Liga. Das ist ja für
Detroit dümpelt ja jetzt schon so ewig im Tabellenkeller rum. Es wäre ihnen wirklich zu gönnen, dass sie zumindest mal um die bis zu Woche 14, 15 um die Playoffs mitspielen. Und nicht irgendwie die Ersten sind, die aus den Playoffs eliminiert werden. Naja. Detroit ist ja, war ja schon die Cleveland Browns, bevor die Cleveland Browns die Cleveland Browns waren. Ja, also das geht ja jetzt schon seit 20 Jahren, dass die nichts auf die Kette kriegen. Selbst, schau mal, mit Ausnahmetalenten wie Stafford und Megatron, es ist einmal in die Playoffs geschafft. Der Typ ist schon in der Hall of Fame. Okay. Das war die letzte Playoff-Teilnahme. Okay. Ja, wie gesagt, also Detroit sehe ich, habe ich auch letztes Jahr schon so gesehen. Detroit hat meiner Meinung nach eventuell ein kleines Führungsproblem. Sie haben halt keinen, der die Mannschaft nochmal über die letzten Zentimeter führt. Und ja, Und sie da. haben natürlich schon wieder ein Riesenproblem. Ihr Top-Corner, Second-Round-Pick von letztes Jahr, Okuda, hat sich gegen die 49ers die Achillessehne gerissen. Das ist natürlich auch schon wieder top. Ja, stimmt. Also da. Zumal ja der Starting Left Tackle auch schon auf der Injured Reserve ist. Läuft richtig. Super. Ja, das läuft ja gerade insgesamt. Ne, also wie gesagt, war ein Top-Spiel, aber wenn das so weiterläuft, haben wir halt wieder da so ein Verletzungsproblem. Und dann wird ganz, ganz schwierig, glaube ich, für die Detroit Lions. Aber, ne, wir sind erst nach Woche 1, da kann noch viel passieren. Hey, es sind Woche 1 ist vorbei. Wir haben noch 16 Spieltage. Es ist das erste Mal, dass wir das sagen können. Wir haben noch eine ganze Saison im Prinzip vor uns. Ja, also von daher können wir mal ganz gepflegt davon ausgehen, dass sich da noch einiges tun wird. Und wenn wir gerade dabei sind, etwas zu tun, warte, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Tippsheet hier gucken. Genau, die Quarterbacks, die neuen, die jetzt in die Liga geworfen wurden, Die Rookies. die haben auch alles dafür getan, sich jetzt schon Rang und Namen zu geben. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ja, das muss man leider tatsächlich zugeben. Es war nicht nur alles positiv, wobei ich vieles Positives tatsächlich gefunden habe, so beim Überlegen. Dann Also, hau mal raus, mit wem willst du anfangen? ja komm, fangen wir mit Justin Fields an. Also dafür, dass er nicht gestartet hat, aber er war ja schon im Prinzip beim zweiten Spielzug drauf, ne? Ja, aber Und war ja nur so sporadisch immer mal wieder für ein, zwei Spielzüge drauf. ja, und er hat einen Touchdown erlaufen, ne? Ja, er hat einen Touchdown erlaufen. Also, das muss man ja sagen. Justin Fields hat ja auch im College ausgezeichnet, dass er laufen kann. Und das hat er auf jeden Fall bei dem Touchdown-Run doch tatsächlich auch gezeigt. Er hatte da die Ruhe und tatsächlich auch den Überblick, dass er da selbst gegangen ist. Ich hatte befürchtet, dass er wirft, aber nein, er hat zum Glück nicht geworfen und ist selber gegangen und das war die vollkommen richtige Entscheidung. Klar, er hat auch so ein, zwei Plays gehabt, wo ich mich gefragt habe, naja, man weiß jetzt zumindest, warum er der Backup ist und nicht der Starter. Wobei man sagen muss, dass Andy Dalton sich jetzt auch nicht wirklich rühmlich gezeigt hat. Ne? Also da bin ich echt gespaltener Meinung. Ich bin der Meinung, Justin Fields sollte hinter einem Starting-Kaliber-Quarterback noch ein Jahr lernen. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass Andy Dalton kein Starting-Kaliber-Quarterback mehr ist. Von daher kann ich verstehen, die Rufe nach Justin Fields in Chicago werden lauter. Ich bin Fan davon, wenn er schon hinter dem vermeintlichen Starting Quarterback nicht
nicht wirklich lernen kann, weil es kein Starting-Kaliber Quarterback ist, dann lass ihn spielen. Ja, und wie gesagt, er hat ja auch einiges tatsächlich richtig gemacht. Ja, war jetzt nichts Überragendes, war nichts Schlechtes. Es gab einige Sachen, die er richtig gut gemacht hat. Sein Touchdown-Run, generell seine Mobilität. Das wussten wir alle, dass das ausgezeichnet ist. Genauso wie wir wussten, dass manche Würfe, die Accuracy einfach nicht die beste ist. Aber im unterm Strich würde ich sagen, war es ein gelungenes Debüt für Justin Fields und Matt Nagy, der Head Coach von Chicago, hat ja auch schon gesagt, er wird immer mehr Plays für ihn callen, in denen er auf dem Feld stehen wird. Also werden wir wohl oder übel in den nächsten Wochen immer mehr von Justin Fields sehen, bis wir dann hoffentlich endlich den Übergang schaffen von der Red Rifle zu Justin Fields. Ja, also ich oder besser gesagt nicht nur ich befürchte, sondern ich habe jetzt auch schon mehrere Stimmen gehört tatsächlich, die befürchten, sollte das mit Justin Fields jetzt eben nicht funktionieren. Dann ist Matt Nagy war sowas von gefeuert. Ja, weil er hat jetzt zum zweiten Mal seinen Wunsch Quarterback gekriegt und jetzt muss er zeigen, dass er damit auch Und arbeiten war kann. vor allen Dingen ja, wurde ja nach Chicago als Offensive-Minded Head Coach, als Quarterback-Guru geholt und hat aus Mitch Trubisky irgendwann nichts rausholen können. Der nach Buffalo wechselt und dort mit den Backups erstmal die in der Preseason Chicago zerlegt hat, muss man ja auch nochmal sagen. Ja, also, ne, man kann ja halten, was man will von Mitch Trubisky, aber er kann spielen. Das hat er auf jeden Fall in der Preseason gezeigt. Ja. Das hat den Sitz von Matt Nagy auf jeden Fall nicht gefestigt, dass sie da gegen die Bills und Mitch Trubisky so ausgeschaut haben, wie sie ausgeschaut haben. Ja, mit wem machen wir denn weiter? Machen wir mit Zach Wilson weiter? Den nicht verstanden. Zach Wilson? Zach Wilson, New York Jets. Man hat gesehen, es lag nicht an Sam Darnold, es liegt an den New York Jets. Wenn man die Zahlen vergleicht, Zach Wilson und Sam Darnold haben ja jetzt gleich direkt gegeneinander gespielt. Sam Darnold, kein überragendes Spiel, aber ein vernünftiges Spiel. Durchschnittlicher Starting Quarterback von den Statistiken her. Zach Wilson. Überschaubares Debüt. Nicht alles seine Schuld. Die O-Line der Jets ist eine Katastrophe. Die Waffen, die er hat, sind auch nicht überragend, dass man sagen könnte, man kann es darüber irgendwie retten. Also da haben die Jets wirklich in der nächsten Offseason eine Bergarbeit, um ihren Zach Wilson, ihren neuen Heilsbringer, zu schützen. Sonst sehe ich auch da schwarz und wir sehen Sam Darnold 2.0. Wir verheizen den Jungen 3 Jahre und dann traden wir mal. Ja, aber ne, sie haben ihn zwar verheizt, aber Sam Darnold hat anscheinend ja sich gefangen, würde ich mal meinen. Und hat ein vernünftiges Spiel gemacht. Zach Wilson hätte auch ein vernünftiges Spiel machen können, hätte ein Footballteam um sich herum. Muss man ganz ehrlich so sagen. Wir werden ja sehen, was er eventuell noch aus den Jungs rausholt. Aber Jo. Ja. ich befürchte einfach nicht, dass es ne, nicht ganz so super wird, wie das vielleicht so Ja, ist. ich befürchte einfach, dass die Jets Sachen machen werden, die nur die Jets machen. Und ja, das macht mir ein bisschen Angst. Es tut mir auch ein bisschen leid für Zach Wilson. Allerdings muss man auch sagen, er war ja recht lange auch noch nicht bei den OTAs und so weiter dabei, weil er ewig lang mit seinem Vertrag rumgemacht hat. Das hat natürlich jetzt auch nicht geholfen. Jetzt sind wir Okay. wieder beim Thema Preparation. Ja. Ja, Geld ist wichtig, gerade als Rookie. Aber da die Summen, die der Rookie über die 4 Jahre bekommt, festgeschrieben sind, kann ich ehrlich gesagt ganz oft nicht verstehen, warum da manche Spieler, die Bosa-Brüder ja auch, ewig rummachen. Ob du das jetzt am Anfang als Signing-Bonus bekommst oder dann hinterher als Festgehalt.
Jo. In Ja. den Dimensionen rechne ich nicht. Ich habe keinen Manager, der sich darum kümmert. Kann ich als Normalsterblicher nicht nachvollziehen. Ja, vor allen Dingen, die Frage ist ja auch, ob es von Zach Wilson kam, oder so, ne? Oder halt Von von wem seinem Menschen, sonst? ja, von seinem Management. Du, in wessen Namen handelt denn das Management? Ja, natürlich in Zach Wilsons, aber ne, wenn der Manager Lunter riecht, ne, und der Meinung ist, er kriegt was Besseres, dann, ne. Wie gesagt, die Summen sind ja festgeschrieben. Er kriegt ja nichts, er kriegt nichts Besseres oder Schlechteres, er kriegt was anderes. Die Gesamtsumme des Vertrages ist gekoppelt an die Position, wo er gedraftet wird. Ja. Der kann ja nicht mehr Gehalt raushandeln, er kann nur die Verteilung ändern im Prinzip. Das stimmt, das stimmt. Ja, also wie gesagt, Zach Wilson sah für mich tatsächlich auch an manchen Punkten eigentlich gut aus, hätte die O-Line gehalten. Ja, das ist ja das. Also über Zach Wilson, über sein Spiel möchte ich mir jetzt nach der ersten Woche gar kein Urteil erlauben, weil einfach, wir haben es gesehen mit Sam Darnold. Wir haben es gesehen mit, wer war denn vor Sam Darnold bei den Jets Quarterback? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber auch da, ähnlich wie in Detroit, ist es ja schon seit Jahren eine Katastrophe. Die dümpeln ja auch leider immer unten mit rum. Schon seit irgend Zeit. Gott, wie ist er denn? Ach ja, Geno Smith, Backup jetzt bei den Seahawks. Da war das letzte Mal, dass die irgendwie ein bisschen was gerissen haben, bevor der eine D-Liner ihm in der Kabine den Kiefer gebrochen hat und er die halbe Saison ausgefallen ist. Also, wie gesagt, die Jets machen Sachen, die machen bloß die Jets. Das sind manchmal sehr interessante Sachen, aber ja. Müssen wir noch abwarten, was Zach Wilson noch aufs Parkett bringt. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit Lance. Trey Lance hat auch nicht gestartet, kam von der Bank immer wieder mal für Garoppolo rein. Vernünftiges Debüt, hat jetzt nicht, auch nicht so extrem viel Spielzeit gehabt. Auch hier bin ich der Meinung, man hat gesehen, okay, es bewahrheitet sich das, was man am College gesehen hat, was seine Stärken sind. Sind auch in der NFL die Sachen, die er gut macht. Sein Decision-Making ist sehr gut. Ja, durchweg eigentlich ein solider Start. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es überragend war, weil wenn er überragend wäre, hätte Jimmy Garoppolo vom Starter vertrieben, als man hat schon gesehen, warum er ein Backup ist. Aber hier bin ich zum Beispiel der Meinung, für Trey Lance ist es ganz wichtig, dieses Jahr hinter Jimmy Garoppolo zu lernen. Ja, wir haben das gesehen, bestes Beispiel, Patrick Mahomes, ein Jahr hinter Alex Smith, zweites Jahr MVP. Bam. Ähnlich könnte es meiner Meinung nach mit Trey Lance sein. Trey Lance, sehr kurze College-Karriere. Ja, hat ein Jahr, also ein Jahr wirklich super gespielt an einem kleinen College, North Dakota State. Das ist kein College aus den Power Five. Ja, ist übrigens dasselbe College wie Carson Wentz. Deswegen auch nicht die größte Competition im College-Bereich gehabt, aber man hat gesehen, was er für ein Bombentalent ist. Deswegen haben ihn auch die 49ers geholt. Jetzt, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, das Jahr zu lernen, glaube ich, kann er einen ähnlichen Entwicklungsschritt machen. Nicht in dem Ausmaß, wie ich, Gott, ich will ihm gar keine Patrick Mahomes-Karriere andichten. Aber man kann sehen, dass die Entwicklung in die gleiche Richtung geht, dass er doch einen großen Schritt von Jahr 1 zu Jahr 2 macht, einfach weil er das Playbook lernen kann in aller Ruhe ein ganzes Jahr lang, weil er von Jimmy Garoppolo, der auch, ja auch einen fantastischen Lehrmeister hatte in Tom Brady, lernen kann, ein Profi zu sein. Das ist wichtig für Rookies. Und das, glaube ich, tut ihm ganz gut. Ja, die Frage, die ich mir bei Lance tatsächlich stelle, ist einfach. Bleibt Garoppolo so lange gesund, bis der Lance soweit ist, dass er spielen kann. Auch ein komplettes Spiel durch. Ich gucke mal in meine Glaskugel. Ach nee. Ja, das ist natürlich bei Jimmy G die letzten Jahre ein großes Manko. Irgendwie schafft das leider keine Saison komplett fit zu sein.
Natürlich, wenn Jimmy G ausfällt, muss Trey Lance spielen, dann muss man ihn ins kalte Wasser werfen. Ich denke auch, in gewisser Weise ist er bereit, ein NFL-Quarterback zu sein. Aber man muss ja auch sehen, welche Ambitionen eigentlich die 49ers dieses Jahr haben. Ja, mit dem Kader, den sie haben, solange wie sie Bosa und so weiter noch halten können, weil die unter Rookie-Verträgen sind, ja, müssen sie jetzt eigentlich endlich den Super Bowl gewinnen. Sie standen im Finale, haben es nicht geschafft. Eigentlich müssen sie es jetzt langsam schaffen. Und da ist dann die Frage, wenn Jimmy G ausfällt, kann Trey Lance das gute Running Game und die gute Defense der 49ers nutzen, um sich einen Super Bowl-Ring in seinem ersten Jahr zu holen? Ich glaube es nicht. Also da finde ich, ist er auch sehr, sehr weit von entfernt. Hingegen muss ich tatsächlich auch sagen, hat mich der Schritt zu Lance von den 49ers gewundert. Also dass sie einen neuen Quarterback geholt haben, das hat mich nicht gewundert, aber dass sie Lance geholt haben, hat mich deshalb gewundert, weil zu dem Zeitpunkt waren ja noch einige Quarterbacks auf dem Board, die eventuell auch die das Quäntchen mehr mitbringen, was ein Trey Lance eventuell nicht hat, wenn Garoppolo sich tatsächlich verletzt. Ich habe dazu eine Theorie. Das Roster der 49ers ist eigentlich von oben bis unten recht ausgeglichen, recht stark. Ich meine, die Division generell ist kein schlechtes Team dabei. Ja, gerade mal jetzt gerade in der ersten Woche gesehen, jede Mannschaft hat ihr Spiel eigentlich dominiert, bis auf die 49ers die letzten 2 Minuten, aber davon sehen wir jetzt einfach mal ab. Die haben ein ausgeglichenes Roster. Sie haben den Starting Quarterback. Sie wissen aber nicht, wie oft sie in den nächsten X Jahren so früh draften werden. Also haben sie sich gedacht, okay, die anderen haben vielleicht man sagt immer, einen höheren Floor. Das heißt, das Schlechteste, zu was sich Justin Fields entwickeln wird, ist besser als das Schlechteste, zu was sich eventuell Trey Lance entwickeln wird. Aber die Möglichkeit, zu was sich Trey Lance nach oben hin entwickeln kann, haben meiner Meinung nach die 49ers höher angesehen als bei den anderen First-Round-Quarterbacks, außer vielleicht bei Trevor Lawrence. Und da haben sie sich einfach gesagt, okay, wir nehmen einen High-Risk, High-Reward-Player. Wir haben ja eigentlich einen Starter. Wir brauchen ja nur jemanden, wenn der sich verletzt, wenn der retired, wenn der irgendwann nicht mehr bei uns spielt in 6, 8 Jahren, was auch immer. Ja, die haben dann an die Zukunft gedacht und sind da einfach das höhere Risiko eingegangen, weil sie glauben, dass er länger hinter Garoppolo lernen kann und sich so einfach diese Low Floor nach oben verschieben kann. Okay. Ja, gut. Das kann man auf jeden Fall, deine Argumentation kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Was mich halt nur gewundert hat, ist halt die Sache. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, haben sie ja auch, glaube ich, war das ihr einziger First-Round-Pick in der Nacht? Ich weiß es nicht mehr. Ist es schon ewig her. Trevor Lawrence. Trevor. Genau. Was sagst du zu dem? Ja. Ja, leider ähnlich wie bei Zach Wilson bei den Jets fehlt einfach Trevor Lawrence der Supporting Cast. Ihr zweiter First Round Pick, Travis Etienne, ist schon mal raus. Damit fehlt ihm so sein Pendant, der Running Back, dem er vertraut. Der Running Back, von dem wir alle ausgegangen sind, dass er starten wird, weil die zwei schon zusammen am College unglaublich aufgespielt haben. Ja, O-Line auch hier einfach zu schwach, um ihn dauerhaft zu beschützen. Aber er hat auch
zeigen können, was ihn so gut macht. Der 40-Yards-Touchdown-Pass auf DJ Chark war Wahnsinn. Auch sonst etliche wirklich gute Würfe, gute Reads, die Checkdowns gefunden, wenn er musste. Also wenn ihm dann mal die O-Line genug Zeit gegeben hat, hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht. Aber leider einfach viel zu häufig katastrophal unter Druck musste Würfe nehmen, die hätte er so, also die musste er dann nehmen. Freiwillig hat er die bestimmt nicht genommen, daher auch die Interceptions. Aber hey, ich weiß nicht, ich glaube, Peyton Manning und Andrew Luck haben auch drei Interceptions in dem ersten, in ihrem Debüt geworfen und dass das zwei Top-Quarterbacks waren, ist, glaube ich, nicht zu bestreiten. Von daher, ja, durchwachsener Start, aber auch da glaube ich, dass das Ganze einfach auf dem Supporting Cast und leider auch aufs Play Calling zurückzuführen ist. Ja, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass er da ab einem gewissen Punkt auch, wie du schon richtig sagtest, mehr beschützt wird, ne? Und dass vielleicht auch so ein bisschen die Defense da vielleicht so ein paar massive Big Plays hätte nochmal stellen müssen, weil wenn man einen Rookie Quarterback tatsächlich ins kalte Wasser wirft und ihm im Prinzip sagt, du bist jetzt the one and only hier, dann muss man ihm auch zumindestens den Schutz irgendwie garantieren, dass wenn es tatsächlich nicht läuft, dass dann man ihm vielleicht auch ein bisschen die Last abnimmt. Ne? Soll ich dir ein gutes Beispiel sagen, wo das gemacht wurde? Wo? Es wird den Leuten wahrscheinlich zum Hals raushängen, aber Seattle. Russell Wilson schlägt den teuren Quarterback in der Preseason und wird Starter. Was hat Seattle? Ein Bomben-Running Game mit Marshawn Lynch, um Last von ihm zu nehmen. Und eine bockstarke Defense, die die engen Spiele gewinnt. So, was Ja. passiert im zweiten Jahr? Russell Wilson gewinnt den Super Bowl. Stimmt. Stimmt auffallend. Hat er getan. Ja. Und so sollte es, so ist die Blueprint, sage ich jetzt mal, um einen jungen Quarterback vorzubereiten. Ja, wir haben es dasselbe gesehen, also ähnlich gesehen bei Patrick Mahomes, ein Jahr gelernt, okay, das hatte jetzt Russell Wilson nicht, ne? Der Patrick Mahomes hatte ein Jahr mehr Zeit, aber auch da dann. Ein super Supporting Cast, eine solide O-Line, dass der Junge auch Zeit hat zum Arbeiten. Und wenn es hart auf hart kommt, gib den Ball ab, lauf, lass wieder Ruhe reinkommen und die Defense regelt den Rest. Ja, das, ja, wie gesagt, das fand ich halt bei Trevor Lawrence ein bisschen schade tatsächlich, weil Trevor Lawrence hat mich auch sehr fasziniert, weil ich habe mir seine College-Spiele angeguckt und dachte mir so, warum nicht? In der Theorie, wenn man ihm die Zeit gibt, er hat es auf jeden Fall unter anderem auch im Arm. Und Das war ganz einfach, kurzer Stat, um zu zeigen, wie gut Trevor Lawrence ist. Es war seine erste Regular Season Niederlage in seiner Laufbahn. ja. High School, keine Regular Season Niederlage. College, keine Regular Season Niederlage. Das ist Ja. unglaublich. Also das muss man erstmal einem nachmachen. Also da, hätte er da tatsächlich den Schutz, dann würde er da wahrscheinlich enorm abliefern. Ja. Ich bin ganz fest davon überzeugt. Also, ich habe ja leider vor ein paar Jahren schon mal gesagt, ich lege mich auf jemanden vorm Draft fest, wer der beste Quarterback des Jahrgangs ist. Ging leider etwas in die Hose, auch weil der Supporting Cast nicht gepasst hat und leider der
gute Junge von einem Katastrophenteam zum nächsten geschoben wurde. Es war damals Josh Rosen. Ja, Cardinals hatten sonst keine O-Line. Als sie dann endlich eine O-Line hatten, haben sie Kyler Murray gedraftet, weil ein neuer Head Coach kam. Dann kam er zu Miami, gleiches Problem. Als Miami dann eine O-Line hatte, haben sie Tua Tagovailoa gedraftet. Und so wurde der gute Junge hin und her geschoben und hat leider meiner Meinung nach komplett sein Selbstvertrauen verloren. Aber zurück zu Trevor Lawrence. Da habe ich mich dieses Jahr auch festgelegt, habe gesagt, also gut, der wird definitiv der beste Quarterback sein, den es dieses Jahr gibt. Allein seine Physis, der Typ ist, das ist ein Freak of Nature. So groß, so lange Arme. Super athletisch, also es ist ja von der Statur her nicht ganz, ne? Wir wollen jetzt hier die Kirche im Dorf lassen, aber von der Statur her ähnlich wie Cam Newton, nur dass der Kamerad werfen kann. Und zwar richtig gut. Und auch noch gute Entscheidungen treffen kann, was ja leider bei Cam Newton beides bis auf ein, zwei gute Jahre echt ausbaufähig war. Ja, und dass er halt, wie gesagt, gut ist, hast du ja gerade an der Statistik schon festgemacht. Er hat bisher eigentlich kein Regular-Season-Spiel verloren. Schade, dass diese Serie dann in der ersten Woche sofort weichen musste, aber nun gut, ne? Aber vielleicht kann er jetzt dann auch nächste Woche mit weniger Druck, weniger Erwartungshaltung einfach freier aufspielen. Vielleicht hilft ihm das auch. Das kann natürlich gut sein. Und dann, last but not least, Mac Jones. Mac Jones. Patriots bleibt mir Motto treu. Wir wollen keinen überathletischen Quarterback, der durch die Gegend rennt. Wir wollen den Typen, der einen Bierbauch hat, der unathletisch ausschaut, der da dafür die Teile, die Bälle verteilt und zwar so genau wie wahrscheinlich außer Trevor Lawrence kein anderer in der Klasse. Das ist ihr Style von Quarterback. Das hat mit Brady funktioniert. Warum soll es mit Mac Jones nicht funktionieren? Bis jetzt stellt er sich gut an. Das waren gutes, kein überragendes, aber ein gutes Debüt von ihm. Ja, er ist ultra accurate. Was sollst du sagen? Der kann seine Receiver freiwerfen. Das muss er auch bei den Receivern, die Patriots haben. Das sind keine super Receiver, die sich die 2, 3 Yard Separation schaffen. Die schaffen halt nur ein halbes und dann muss der Ball halt so platziert sein, dass bloß der Patriots Receiver hinkommt und das kann Mac Jones. Ja, also das hat man auch gesehen. Ich glaube, ich meine, drei Touchdown-Pässe hat er geworfen. Und ich fand auch, wie groß ist der eigentlich? Also das habe ich noch nicht raus, weil der sah so klein aus auf dem Feld. Puh, fragt mein Freund Kuchen. Einen Moment. Ja. Mac Jones, American Football Spieler. Da haben wir das doch schon. So, der gute Mann ist 1,91 groß. Der So sah klein ist der Kamerad gar nicht. ja, aber der sah so klein aus, oder der hat sich extra Ja, aber kleiner. in welchem Verhältnis? In welchem Verhältnis sah er klein aus? Ja, in dem Verhältnis seiner Mitspieler. Im Verhältnis zu seinen Mitspielern. Ja, zwischen welchen Spielern hast du denn gesehen? Zwischen den O-Linern. Ja, da schaut ziemlich jeder Quarterback klein aus. Ja. Das ist halt so eine Sache, ne? Also seine O-Liner sind ja tatsächlich echt riesig, muss ich sagen. Also das erschreckt mich immer wieder. Aber nun gut. Gut, dann sind wir eigentlich mit den Rookie-Quarterbacks durch, oder? Oder hattest du jetzt Ja. noch was zu Mac Jones, was du unbedingt loswerden willst? Nö. Alles gut. Nö? Wir können weiter zu Lass Onkel Tom keine Minute 30. Genau.
Ja, also ich habe das, ich habe ich muss dazu sagen, ich habe zwischendrin, bin ich leider Gottes eingeschlafen. Da habe ich tatsächlich dann das Problem gehabt, ne, anstrengender Tag und so. Und dann bin ich wach geworden, ich glaube 5 Minuten vor Ende und dachte so, oho, hat der Philipp vielleicht recht und Brady verliert das erste Spiel? Weil da stand es halt 28 zu 29 und die Cowboys hatten gerade noch den Ball und naja. Irgendwie haben sie es geschafft, die bis zur Two-Minute-Warning das ganze Ding runterspielen zu können. Danach sah es eher so aus, als wollten sie ganz schnell nochmal Brady den Ball geben. Weil anders kann ich mir nicht erklären, was passiert ist oder wie es kommt, dass man tatsächlich, wenn man gegen Tom Brady spielt, so eine Grütze zusammenspielt. Kurz nach der Two-Minute-Warning und dem Brady dann noch 1 Minute 30 Zeit lässt. Ja, also das hat mich arg verwirrt. Ich habe das Spiel leider gar nicht gesehen. Ich musste leider arbeiten, wie normale Menschen. Aber ja, was ist passiert? Ja, wie du schon sagtest, sie hatten leider die komische Annahme, dass sie das einzige Team der Liga sind, wo Tom Brady eine Minute 30 plötzlich nimmer reicht, um die Jungs in Field Goal Position zu bringen. Ha, ist in die Hose gegangen. Ja. Du darfst ihm keine Minute 30 geben. Du darfst ihm am besten den Ball gar nicht geben. Die beste Defense gegen Tom Brady ist die eigene Offense. Wenn du den, solange du den Ball in der Hand hast, kann ihn nicht Tom Brady in der Hand haben. Das ist was, das macht er jetzt seit 62 Jahren ungefähr, der gute Tom. Ja. Ich verstehe es nicht, wie manche erfahrene Head Coaches eigentlich dann in solche Situationen geraten können. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie und was passiert ist, aber eigentlich muss ich als Mike McCarthy, der ja schon mit Aaron Rodgers etliche Schlachten gegen Brady geschlagen hat, muss ich doch wissen, dass ich das nicht machen kann. Da muss ich mir doch irgendwas muss ich mir doch einfallen lassen, um mir da noch irgendwas aus dem Ärmel schütteln, damit ich irgendwie noch zumindest eine Minute von der Uhr bringe oder eine halbe. Ja, also ich kann ja auch nicht genau sagen, was passiert. Sagt, bei 1 Minute 30 rennt ihr dir auch gerne mal übers Feld oder wirft eine Hail Mary, die sich gewaschen hat. Ja, na, die Hail Mary wirft dann immer. Aber wie gesagt, muss er ja auch nicht. Bei der Minute 30, da hast du ja, Und das ist ja unendlich viel Zeit. wie gesagt, und wenn mich nicht alles täuscht, hatte er auch irgendwie noch ein paar Timeouts. Ja, Also. vor allen Dingen mit einer Minute 30 hat Jared Goff fast noch die 49ers geplättet und hat 24 Punkte beinahe gemacht. Da wird ja Tom Brady wohl 3 hinkriegen. Also, ja. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Es ist schade, weil eigentlich meiner Meinung nach gerade, wie heißt er denn, Million Dollar Man, Prescott? Doug Prescott ein gutes Spiel gemacht hat, eigentlich ein besseres Spiel als Brady, aber dann leider im entscheidenden Moment, ja, Brady wie immer, Comeback, schnell mal gewinnen, zu viel Zeit gelassen. Hoffentlich geht der Typ bald in Rente, dass wir uns endlich mal wieder über was anderes im Football aufregen können. Ach ja, also das Jahr wird er, denke ich mal, noch zu Ende spielen, wenn keine Verletzung so daherkommt. Ja, der wird schon nicht verletzt, den, wenn du schief anguckst, kriegst du das Roughing the Passer. Ja, stimmt, da hatten wir uns ja beim letzten Mal auch schon drüber unterhalten. Ja, dann haben wir ja noch das Thema, wie war das noch? Offense und Defensive Defense. Player of the Week. Jetzt Eieiei. haust du raus. Eieiei. Also ganz ehrlich, bei dem Offensive Player bin ich mir echt unschlüssig.
Ich bin der Meinung, das ist ganz klar. Gut, also ich fange mal mit dem Defense Player of the Week an. Ich bin da bei Aaron Donald, weil der hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Okay, bis auf den einen Ausrutscher, wo man echt sich gefragt hat, meine Fresse, der hätte jetzt einfach nur einmal links zur Seite packen müssen, wäre das Ding durch gewesen. Aber sonst hat er ein richtig bombastisches Spiel gemacht und ich habe mich kurz gefragt heute, ob Aaron Donald nicht sogar vielleicht das ganze Spiel überhaupt dominiert hat. Da an dem Punkt. Ja. Ich fand die Stats von Aaron Donald gut. Ich fand Chandler Jones war abartig. 5 Sacks in einem Spiel, 3 im ersten Quarter. Da stellt sich mir nicht die Frage, ob er das Spiel dominiert hat. Das hat er definitiv gemacht. Deswegen mein Defensive Player of the Week, Chandler Jones. 5 Quarterback-Sacks. Wenn du 10 hast, hast du eine gute Saison. Das macht er in 2 Spielen. Wahnsinn. Ja, genau. Und tatsächlich muss ich ehrlich sagen, Offense Player of the Week. Oi, 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 oi. Boah. Ja, da Lass mich fängst. mal anfangen, Genau. dann kannst du dich gleich anschließen. Okay, dann Ich fang. sag dir kurz nur den Stat, an dem ich es festmache. 14 completed passes, davon 5 zu Touchdowns. Okay. Hab ich. Jameis Winston. Stimmt. Also, ja, du hast recht. Du hast recht. Jameis Winston hat seinen inneren Aaron Rodgers gechannelt und hat Aaron Rodgers damit an die Wand gespielt. Stimmt. Stimmt, ja. Ja, stimmt. Ja, ich gebe dir recht. Also, da sind wir uns einig. Ja, doch, doch, nein. Und das Da. sage ich, obwohl Russell Wilson ein Top-Spiel gemacht hat, aber Jameis Winston war überragend. Also. Ja, der fast blinde Mann, der es ja jetzt nicht mehr ist, der hat es dann doch noch drauf. Auch mit Sehkraft. Auch mit Der Sehkraft hat schafft er das. euren speziellen Club verlassen und jetzt kann er plötzlich wieder Football spielen. Konnte er ja vorher auch schon. War halt nur nicht immer die richtige Farbe, aber hey. Ja, hat er eine 50-50-Chance, ob er einen richtigen oder einen falschen Spieler erwischt. Sind ja von beiden Mannschaften gleich viele auf dem Feld. Ja, siehst du, also. Er war schon vorher überragend, nur da musste, jetzt kann er halt auch tatsächlich seine Mitspieler erkennen. Ja. Nee, aber tatsächlich, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Ja, an den habe ich gar nicht gedacht. Ich war eher so bei so Receivern oder Running Backs, aber da wollte mir einfach zum Verrecken keiner einfallen. Ja, aber zum Ärger für dich, ne, muss man einfach mal so sagen. Das wäre mir doch egal gewesen. Der hätte von mir aus 10 Touchdowns werfen können, solange Rodgers 3 wirft. Aber Ja, das. 1,3 irgendwas Punkte, Alter. Das Ich. Schlimme ist, mein Backup-Quarterback, den ich auf der Bank hatte, war Derek Carr, der hat ein Top-Spiel gemacht. Ja. Wer Mit da. dem hätte ich gewonnen. Aber nein, wer denkt denn auch, dass Aaron Rodgers komplett versagt? Also, das ist sowas, ne? Ich dachte halt, dass. Der Floor von Aaron Rodgers ist relativ hoch. Der stürzt nie komplett ab. Der macht eigentlich immer ein gutes Spiel. Und ich wurde mal wieder auf Glatteis geführt. Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich wusste, als das Spiel gelaufen ist, schon nicht mal, was ich dazu sagen soll. Aber lass uns doch mal zu unserem letzten Punkt kommen. Einen haben wir ja noch. Genau, dieses Overtime-Drama, Krimi, Thriller, wie auch immer, das war, ich fand das ja so putzig. Ich fand das so putzig. Ich will nicht gewinnen, möchtest du auch nicht gewinnen, Spiel? Ja, gut, also man hat schon gesehen, Joe Burrow will eigentlich. Also, und man hat ihm ja jetzt auch eigentlich alle Waffen gegeben,
die er haben wollte. Er wollte seine ganze eigene Crew ja in Cincinnati haben und zumindest ein, zwei hat er davon ja gekriegt. Und jetzt hat er halt, ich würde sagen, Joe Burrow hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Captain Kirk hat mal wieder die Totalversagernummer. Zwar umschifft, aber war auch nicht so der überragendste auf dem Feld bei seiner Mannschaft. Und das hat halt dazu geführt, dass sie mit einem ziemlich ausgeglichenen Spiel hinterher dann in die Overtime gegangen sind. Wo es zum Verrecken keinen gegeben hat, der dieses Scheiß-Ei in die fucking Endzone tragen konnte. Wobei, guck. Die nächste Chance gewesen für mich, mein Fantasy-Football-Matchup zu gewinnen. Mein Running Back hieß Delvin Cook. Und der meinte dann, er muss den Ball lieber dem Gegner geben. Ja, das war so ein Ding, wo ich da so saß. Okay. Er hätte es machen können, aber nein, man will nicht. Ich mag eigentlich Minnesota. Ich finde die Vikings eigentlich ein sympathisches Team. Ich mag Mike Zimmer als Coach, ich finde ihn ein super Coach. Aber irgendwie schaffen sie es, sich immer in Fuß zu schießen. Ja. Sei es meiner Meinung nach mit der Kirk Cousins Verpflichtung. Den ersten Vertrag, 3 Jahre, was waren es? 86 Millionen garantiert. Holy shit. Okay, haben sie gemacht. 3 Jahre hat er sie bis in die Playoffs geführt, aber man hat dann einfach gemerkt, es fehlt wieder dieses nicht gut, sondern großartig. Mhm. Und was hat man gemacht? Man hat ihn verlängert. Man reitet auf einer bockstarken Defense. Ja, also die Defense von Minnesota ist auf dem Papier richtig stark. Man hat ein Top-Running-Game eigentlich mit Cook und trotzdem kann man auch hier ähnlich wie bei den 49ers kein Kapital draus schlagen. Und das sind einfach die Sachen, wo ich sage, ja, da fehlt diese Elite-Quarterback. Von denen hast du nicht so viele, das ist vollkommen richtig, aber es waren zwei diese Off-Season auf dem Markt. Ja. Nimm doch Kirk Cousins und schmeiß noch ein paar First-Round-Picks drauf. Du hast doch ein ausgeglichenes Roster. Du bist doch gut. Du hast einen guten Pass-Rush bei den Vikings. Du hast eine gute Secondary. Du hast ein Top-Laufspiel. Du hast mit Jefferson und Thielen zwei Top-Wide-Receiver. Ja, kack doch drauf, ob du die nächsten 3 Jahre einen First-Round-Pick hast. Nimm Kirk Cousins plus eine Wagenladung First-Round-Picks und schmeiß sie Seattle ins Gesicht oder Green Bay und versuch's. Ja. 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 Aber Kirk Cousins schafft's auch immer. Ja, es war ja nicht nur Captain Kirks Schuld. Also. Nee, überhaupt nicht. Aber das, wie gesagt. Aber man hat. Aber vergiss nochmal, die Position in einem Footballteam, die meiste Verantwortung hat, die einfach die spielentscheidendste ist. Deswegen kriegt da am meisten Geld. Ja, stimmt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, hatte der Cook irgendwie das Bedürfnis, ach komm, ich halte den Ball nur so locker in der Hand und mach dann mal? Oder, also das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wie gesagt, ich verstehe es sowieso nicht, weil das wären wieder 6 Punkte für mein Fantasy. Egal. Ball Security. Ist das eigentlich was du... Ich habe Running Backs schon gecoacht, das magst du jedes Training. Jedes Training. Irgendwann deine Running Backs schauen dich nur noch schief an und schütteln mit dem Kopf. Das magst du bis zum Erbrechen. Das machst du bis zum Erbrechen, weil
Turnover-Battle gewinnen, gewinnt Footballspiele. Deswegen solltest du keine Turnover haben. Deswegen muss man den Ball festhalten. Viele Grüße dann nochmal an den Wide Receiver der 49ers. Ball festhalten gewinnt dir Spiele. Ist einfach so. Ja. Und das muss einfach funktionieren. Gerade bei einem Star-Running-Back wie Cook. Das darf dir nicht passieren. Also es darf dir generell nicht passieren, aber schon gleich gar nicht in der Overtime, wo du weißt, wenn ich nicht score und der Gegner macht ein Field Goal, hat er gewonnen. Da gibt es danach nichts mehr für dich als Offense-Spieler auszubügeln. Wenn deine Defense dann nicht hält, hast du verloren, weil du gefumbled hast. Darf nicht sein. Absolutes No-Go. Boomer des Tages. Ja. Aber da war dann ja auch danach der Henker Joe Burrow, aber das Ding hat er ja. Vorher hatte man auch das Gefühl, er will nicht gewinnen, aber spätestens ab da war klar, wenn er das Ding jetzt richtig gut feuert, dann ist vorbei. Und er nimmt den Ball und haut das Ding da einmal durch. Ich hab auch echt nicht schlecht geguckt, als ich hier saß. Vor allen Dingen, ich saß hier, hab noch kurz einmal so und dann sind sie ja in das Spiel reingegangen und dann fing er an, ja, und jetzt Burrow mit dem Ball. Und ich denke mir so, was habe ich jetzt schon wieder irgendwie geschlafen? Und ich weiß nicht. Also an dem Punkt, Chapeau, dass das überhaupt so tatsächlich nach seiner Verletzung und allem. Also das muss man wirklich sagen. Bomben-Comeback von der Verletzung. Scheint fit zu sein. Ich hoffe Ihnen, dass die Bengals O-Line dieses Jahr besser hält, weil das war letztes Jahr auch leider. Das ist ja immer das große Problem. Wenn ein 10-Year-Veteran sich das Kreuzband reißt, weil er eine scheiß O-Line hat, hey, das ist ultra ärgerlich. Aber der Junge hatte einen großen Payday. Der hat, wenn er möchte, ausgesorgt. Aber die Jungs, die gerade frisch vom College kommen und dann so verheizt werden. NFL, ne? Not for long. Da kann eine so eine Verletzung einfach das Karriereende bedeuten, bevor sie richtig angefangen hat. Drum, bitte an alle Teams, schützt eure Rookie-Quarterbacks und eure Rookie-Spieler. Und auch an die Refs. Also, was mich ja schon an der ELF dieses Jahr sehr aufgeregt hat, dass die Refs so spät abpfeifen. Erste Spieltag NFL und ich denke mir, das kann nicht wahr sein. Das Gleiche. Es wird irgendwie noch 10 Sekunden wegen einem Yard hin und her geschoben. Von überall schlagen die letzten Spieler noch ein. Der Safety, der 30 Yards entfernt war, kommt mit Vollgas noch in den Pulk reingeschossen, wo ich mir denke, das ist einfach nur warten, dass sich irgendeiner verletzt. Ja, aber wie du dann jetzt siehst, ne, es ist nicht nur in der ELF so. Ja. Deswegen finde ich es trotzdem nicht besser. Ja. Ja, also ich fand es auch tatsächlich, ne? Es war einfach ein mega dramatisches Spiel am Ende noch. Ja, also generell ja, jetzt in der Das. ersten Woche gleich mehrere Overtime-Spiele. Wahnsinn. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren sind die Verkaufszahlen für Herzschrittmacher, Defibrillatoren und so weiter in Seattle wahnsinnig runtergegangen. Das glaube ich das erste Mal seit 3 Jahren, dass ich ein Spiel meiner Seahawks angucken konnte und konnte einfach nur Football gucken ohne Herzinfarkt. Wir haben nicht in der letzten Sekunde mit einem Punkt Vorsprung doch noch irgendwie gewonnen oder gewonnen, weil in der letzten Sekunde der Gegner ein Field Goal verschossen hat oder sonst irgendwas. Wir haben einfach mal mit 10 Punkten Vorsprung das Ding gewonnen. Es war so entspannt. Mein Vater konnte mal wach bleiben und musste nicht zur Halbzeit, weil ihm die Nerven geflattert haben, ins Bett gehen. Was für ein geiles Footballwochenende. Ja, also so kann es gerne weitergehen tatsächlich. Ja, okay, an manchen Punkten wünsche ich mir schon gerne eine Verbesserung. Bitte, Aaron Rodgers, bitte, bitte.
Er stellt einfach beim nächsten Mal K wieder auf und dann. Wenn ich nächste Woche K aufstelle, sage ich dir genau, was passiert. K macht 15 Punkte, macht ein solides Spiel und Rodgers schmeißt 7 Touchdowns. Ja, dann weißt du zumindest, dass du das nicht mehr entscheiden darfst. Dann muss deine Frau entscheiden, wen du aufstellst. Kann ich nämlich machen, wie ich will. Wie gesagt, vor 2 Jahren habe ich die Liga verloren, weil ich Gronkh aufgestellt habe. Die Woche habe ich Gronkh nicht aufgestellt und er macht da 30 Punkte. Es muss auch dazu sagen, mein Gegner hat super aufgestellt gehabt. Der hat TJ Hawkinson mit 25 Punkte und also 3 oder 4 Spieler, die über 30 Punkte gemacht haben. Wahnsinn. Ja, das ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach gewesen für dich anscheinend im Fantasy Football diese Woche. Ja, ich guck mal, was ich nächste Woche dann da an Punkten raushole, tatsächlich. Ja, bei mir startet jetzt dann auch die zweite Liga. Ich spiele ja in mehreren. Da bin ich auch schon gespannt. Das ist eine Katastrophenliga, sage ich dir. Mit lauter Fußballern. Ach ja. Ja gut. Hast du denn noch was zum Thema Cincinnati Thriller zu Sagt sagen? also. Spannendes Spiel, Overtime, Dalvin Cook, der Semmels. Mehr davon einfach. Solange die Seahawks nicht die spannenden Spiele haben, mag ich spannende Spiele. Ja, dann, ihr könnt ja auch noch mal in unsere erste Folge reinschauen, die ich euch jetzt gleich in der Endcard verlinke. Ihr dürft auch gerne uns abonnieren und solche Sachen. Was ich dann noch alles so in der letzten Woche footballtechnisch bei uns abgespielt hat, verlinke ich euch auch noch in der Endcard und dann sehen Willst du wir. vielleicht noch auf das hinweisen, was wir noch vorhaben, was wir noch so machen wollen? Genau. Wir lassen jetzt wieder die AF School aufleben. Erstes Thema Roughing the Passer. Ich glaube, der. Ich glaube, Kann der. ich. Kannst du also Roughing the Passer an sich oder die Regel auch erklären? Ich weiß, wie man es falsch macht. Also ich weiß, wie man Roughing the Passer begeht. Auf jeden Fall. Okay. Schöne Grüße an Andy Meyer von den Stuttgart Search. Ja. Okay, gut, dann sind wir mal gespannt, was er uns in der F-School dazu sagen wird. Und ja, es kommt die Playoff-Analyse von der ELF, kommt erst nächste Woche tatsächlich. Ja, und damit sind wir. Finalanalyse. Stimmt, aber wir gehen dann ja sicherlich auch nochmal auf die Playoffs ein. Ne? Weil das. Willst du dir das wirklich antun, dass wir nochmal über Frankfurt-Köln sprechen? Ja, ich weiß noch nicht. Ich muss mal gucken. Wir überlegen uns das noch. Gut. Alles klar. Ja, euch dann noch einen schönen Tag und man sieht sich dann bis demnächst.